Dann eben jetzt. Diesmal wirklich. Irgendwie muss ich den Fisch da reinstecken in das, in die Fressen von den Pennern. Pennermuscheln, ey. Diesmal aber. Fuck you! Egal. Muss ich halt gleich mal kurz zurückschwimmen und die Scheiße dann so machen, Dingsbums hier. Also ihr habt ja selber gesehen, dass man es auch ohne schafft, aber es ist mir ohne zu anstrengend. Scheiße, verkackt, egal. Aber ich sehe, dass ich gar keine Zeit wiederbekommen habe. Ganz im Gegenteil, den ganzen müsst ihr jetzt noch mit weniger Zeit machen, darf als eben schon. Aber egal, ich hab's geschafft. Was für Knallköpfe, ey. Egal, auf die Leben kacke ich dieses Mal. Ich habe keine Lust, schon da hier alle zu vermasseln. Egal, da ist auch schon der Ausgang. Und das böse Wasserlevel ist beendet. Ja, ich weiß. Ich und meine Wasserlevel jedes Mal immer. Ja, fertig. Egal. Jetzt habe ich keine Eisblume mehr, aber die brauche ich auch nicht unbedingt. Ja, ich kann nur sagen, wenn man noch so eine kleine Extras wie diese Supermünzen hier einbaut, also diese Sternmünzen, hat dieses Spiel schon einen gewissen Reiz und so. Und das macht wirklich Spaß. Also sehr wieder spielbar wäre es halt gegeben auf jeden Fall schon mal. Kann ich nicht gegen den kämpfen, ist ja langweilig. Wollte eigentlich gegen den da kämpfen. Egal. Holen wir später mal nach irgendwann. Hinter der Tür gibt es Items zu gewinnen. Wer wagt, gewinnt. Ja, kenne ich alle schon. Also ich doch vorhin erst. Boah, ja. Ja. Prima. Schade, nächstes Mal klappt es bestimmt ja von wegen. Welches nächste Mal? Hier gibt es kein nächstes Mal in diesem Haus. Egal. Später. So oder so kann ich jetzt also zum Endgegner, wie es aussieht. Und ich will diese Welt auf jeden Fall schon mal schaffen. Dieses Level, nicht die Welt. Ja, prima! Könnten die scheiß Dinger hier nicht mal auch stehen bleiben für mich? Ein paar Sekunden? Nein. Geht nicht. Warum auch? Nee.
Ja, super, meine Kappe ist weggeflogen. Ja, super. Oh, verdammt. Ah, ah, ah. Vorsichtiger. Boah, prima. Ja, wie gesagt, wenn man solche kleineren Tricks kennt, ist es auch ganz cool, denke ich mir mal. Hab's. Ist ja einfach. Nicht mal sonderlich einfallsreich. Einfallsreich, nicht einfallsreich. Sorry. Egal, geil ist es trotzdem also. Mann, jetzt rede ich doch mal rum. Wir werden das letzte Ding auch noch haben. Vielleicht ist da was Schönes drin. Ich glaube zwar nicht, aber okay. Man weiß ja nie. Nichts, sagte ich doch. Nichts. Egal. Hab alles. Juhu. Ab runter hier. Ja, diesmal wäre es die erste Münze gewesen, die ich ansonsten nicht gefunden hätte. Nein! Ach, du Heilige. Ja, prima! Egal, ich hab's ja trotzdem bekommen. Haha, nice! Ist das geil! Mal ernsthaft, mal sowas von. Na, brauche ich nicht unbedingt dieses Feuerdingsbums da. Diesen roten Ring. Coole Sache auf jeden Fall. Was für sadistische Menschen arbeiten eigentlich bei Nintendo? Mal ehrlich. Ein bisschen was von Mario Sunshine teilweise hier. Nur besser, nein, das wäre die letzte Münze gewesen. Egal, ich habe sie gefunden, ich weiß, wo sie ist. Perfekt. Also mal ganz ehrlich, bevor ich da jetzt hingehe oder so, wird das definitiv der letzte Dingsbums sein. Ne? Bevor ich ins Schloss gehe, möchte ich auch das letzte Level gemacht haben, das wollte ich sagen. Also alle Level werden vorher schon durchgespielt sein. Was heißt ab ins Schloss? Denn, ja. Ich persönlich finde es einfach besser, die Welt komplett zu beenden, bevor ich sie verlasse. Weil ich auch erst dachte, dass die Münze da oben ist, deswegen meine ich auch das mit dem sadistischen Menschen und Nintendo. Und ja. Nice, das sah ja lustig aus. Ich steppe mal an seine Stelle, ist mir mal so aufgefallen gerade. Egal, diesmal schaffe ich es. Ich weiß, gleich habe ich eben auch schon gesagt. Aber egal. Passt schon, muss schon passen. Wer sich das ausgedacht hat, dieses Konzept, Hut ab, es macht Spaß. Es macht einfach nur einen riesen Mega-Fun. Bei Mario Galaxy habe ich schon wieder ganz andere gehört. Und ja, noch über Paper Mario. Ich habe früher Paper Mario 1 für den Nintendo 64 durchgespielt. Hatte vor, Paper Mario 2 eventuell für den Gamecube mal durchzuspielen. Hat aber irgendwie nicht das nötige Kleingeld, mir den zu kaufen. Den ersten habe ich von der Bücherei ausgeliehen. Und ja. Was soll man über das Spiel schon sagen? Der neue Paper Mario soll einfach komplett anders sein als die alten.
Nein. Aber der Kumpel Blasi lebt ja zum Glück auch wieder. Also alle halb so wild, denke ich mal im Moment.